Yo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Heute zu einer ganz besonderen Standard-Episode, denn anders als sonst werde ich nicht ein Deck für euch raussuchen und in dieser Episode spielen. Nein, in diesem Video werde ich vier verschiedene Decks für euch spielen. Ja, und das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn ich werde heute an einem Hearthstone-Turnier teilnehmen und ja, ich bin total gespannt, wie das wird. Und habe mir da die vier Decks rausgesucht, von denen ich zufälligerweise in den letzten Wochen schon Videos zu gemacht habe. Die habt ihr sehr wahrscheinlich noch nicht gesehen, wenn dieses Video hier online kommt. Ich habe da natürlich wieder so ein bisschen vorproduziert. So, long story short. Das erste Deck, was ich spielen werde, ist der Dragon Druid. Mit diesem Deck werde ich auch am Turnier teilnehmen, logischerweise. Mit allen vier Decks, ne? Genau, das ist der Drachendruide. Den werde ich spielen. Dann den Control Warrior hier. Dann den Sludge Warlock, der ist jetzt natürlich genervt worden, leider. Aber ich glaube, dass der nach wie vor eine gute Figur machen wird. Und last but not least, the good old Excavate Paladin. So. Ich markiere mir die mal, damit ich das gleich nicht verchecke hier, für welche Decks ich mich entschieden habe, an dem Turnier teilzunehmen. Realistischerweise muss ich da natürlich sagen, mir geht es da wirklich überhaupt nicht ums Gewinnen. Gar nicht. Und ihr wisst genauso gut wie ich oder sogar noch besser als ich. Dass ich da momentan nicht gerade der Beste bin. Oha. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ja, ich bin im Standard momentan Gold 4 und ich sehe das Video jetzt so ein bisschen als, ja, Turniervorbereitung, wenn man so will. Also ich möchte schon, wie gesagt, jedes Deck mal ein oder zwei Runden nochmal gespielt haben, bevor ich jetzt gleich in das Turnier einsteige. Für die, die es interessiert, wir haben heute Sonntag und wir haben heute Sonntag, den 25. Februar 2024. Ihr wollt diesen Kampf nicht. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Genau. Wir haben den 25. Februar 2024, Sonntag, und wir haben jetzt 15 Uhr. Das Licht schwindet. Oh, erste Runde mache ich jetzt hier mal mit dem Excavate Paladin. Vielleicht mache ich das so abwechselnd. Jedes Deck einmal und dann gucke ich mal auf die Uhr und dann spiele ich vielleicht jedes Deck noch ein zweites Mal. So irgendwie in der Art. Und das Hearthstone-Turnier ist jetzt für mich eher so eine witzige Sache, so ein Community-Ding, wenn man so will. Ist jetzt auch von einem anderen YouTuber organisiert. Und früher, der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht, habe ich ja auch immer Hearthstone-Turniere organisiert. Und auch von anderen Spielen, von StarCraft 2, von sogar Dark Age of Camelot habe ich Turniere organisiert. Das ist natürlich alles schon 100 Jahre her. Und deswegen, das fand ich früher immer schön und ich finde es natürlich auch schön, dass das heutzutage auch andere Leute organisieren. Und, ich das zufällig gesehen habe, so. Ich meine, das haben früher natürlich auch noch andere Leute organisiert, aber warte mal, ich muss mich nebenher auch so ein bisschen mal konzentrieren, sonst bringt das hier nämlich auch nichts, so.
Aber heutzutage ist das halt irgendwie so ein bisschen gestorben. Ich erinnere mich früher bei der Zockerei, da war die ganze Geschichte mit Gilden und mit Clans und mit Turnieren und so weiter und so fort noch ein bisschen größer gefühlt. Ich kann mich da natürlich auch täuschen. Ich frage mich, ob... Blutiger Tag! Blutiger Tag! Mies. Oh boy! Im heiligen Licht. Okay, das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Dann hat er 5, das reicht natürlich nicht. Aber egal. Gut, dass ich mit der noch nicht angegriffen habe. Oh, mies. Oh, das habe ich jetzt komplett vergessen. Das hatte ich komplett aus dem... hatte ich gar nicht auf dem Schirm jetzt. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Also long story short, früher, oha. Früher war das gefühlt mit Gilden und mit Clans alles größer und dementsprechend auch mit Turnieren beliebter, als es heute ist, glaube ich. Gabe der Sonne. Aber könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich halt früher auch deutlich mehr gespielt habe und damals auch den Clan hatte. Und dementsprechend halt auch selber viel mehr organisiert habe und so weiter und so fort. Und da auch sehr viel clan-interne Sachen organisiert habe. Und dadurch vielleicht auch nicht unbedingt immer alles von anderen Communities mitbekommen habe. Zumindest nicht so in der Form. Cover des Gegners. Mhm. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das zufällig gesehen und da habe ich gedacht, boah, cool, ein Hearthstone-Turnier. Ja. Oha. Ja, guck mal, habe ich mir schon gedacht, dass der jetzt hier... Ja, das war doch sehr teuer für ihn. Halt schade, dass wirklich gar nichts auf dem Board liegt. Na gut... Oh, warte mal, für 3. Nee, machen wir nicht. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird einfach ganz lustig. Und ich gehe jetzt davon aus, einfach Letzter zu werden, weil, ja, ist mir auch egal. Ich bin ja noch nicht so lange dabei und ich spiele auch leider nicht so häufig, um da wirklich im Game zu sein. Ich muss wirklich tatsächlich immer noch, obwohl ich auch sehr viel vorproduziert habe, Videos, die ihr alle noch gar nicht gesehen habt, ich muss halt leider immer noch lesen zum Teil und so, weil ich dann auch zwischendurch mal eine Woche nicht spiele.
und dann wieder irgendwie einen Tag hart mich reinfuchse. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt hier? Also meine Verbesserungen sind in kleinen Schritten, sage ich jetzt mal, aber dafür, nein. Aber dafür, dass ich Just for Fun spiele und so weiter, merkt man das schon, dass ich auch viele Karten mittlerweile auswendig kenne. Nicht alle, aber viele. Und dass da auch Verbesserungen dabei sind. So. Oh, Baby! Oh, man. Das tut richtig, richtig weh. Oh, wow. Oh, wow. Kampfschrei, wenn euer Deck keine Karte mehrfach enthält, feuert 6 zufällige Schüsse, die 2 Schüsse verursachen, die noch auf der Hand. Wow. Das war strong. Ja. Aber es reicht. So, das war mein Excavate-Paladin. Von dem sind ja auch schon Videos online. Für die, die es verpasst haben, können da sehr, sehr gerne mal reinschauen. Auf meinem YouTube-Kanal Gothic Society Clan. Und in der Standard-Playlist. So, als nächstes spiele ich den Sludge Warlock. Gul'dan gegen. Ja, und wo wir gerade im Thema sind, Fun Fact am Rande. Im Tod werden wir alle dienen. Mein YouTube-Kanal heißt ja auch Gothic Society Clan. Weil. Warte mal, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen hier. Das ist doch schon wieder. Weil das früher mein aktiver, in Anführungszeichen, Clan war. Der ist ja natürlich schon seit, ja, was heißt natürlich? Aber der ist seit Jahren inaktiv. Und eigentlich gibt's den nicht mehr. In dem Sinne. Also, der große Multigaming-Clan, der wir früher waren, der existiert so leider nicht mehr. Zieht ein. Okay. Also zumindest nicht mehr so in dem Sinne. Natürlich sind noch viele, die damals im Clan waren, die spielen noch und. Aber sind halt alle älter geworden und es ist jetzt nicht mehr so wirklich ein Clan, wie es mal war. Man ist noch so eine kleine Truppe, die übrig geblieben ist. Und so ab und an, aber ich habe ja jetzt selber 4 Jahre gar nicht gespielt. Und dementsprechend. Aber guck mal hier, Nerf hin oder her, ne? Das hat ihn schon mal gekostet. Und ich sag mal so, fügen die nach 3 Schaden zu, der wäre halt so oder so down gewesen. So far so good. Ja, ich leg den einfach mal hin, weil es auch mana-technisch gut passt.
So, jetzt können wir ja den Kollegen nächsten Turn mal, obwohl zwei haben wir drin, ne? Ich will es nicht. So viele Möglichkeiten. Naja, egal, YOLO, oder? Ach, der hat auch noch Wiederkehr. Das dann auch noch. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Ja, ja. Ja, das meine ich halt, ne? Das habe ich ja in dem anderen Video schon gesagt. Also, ob der jetzt 7-7 oder 5-7 hat, ne? Da muss er ja jetzt trotzdem alles Mögliche aufwenden, um den wegzumachen. Also, es hätte gar keinen Unterschied gemacht. Na gut, mit dem macht das natürlich dann schon wieder einen Unterschied, ne? Vielleicht kämpft man die... Na, egal. Jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Es ist vollkommen sicher. Bloß nicht verschütten. Okay,5-7.
Good enough. So, dann kriegen wir eine Rüstung und machen nochmal den hier. Boom. Ja, der verbrennt mir jetzt natürlich Sachen, ne? Und als 7-7er ist er auch ein bisschen bedrohlicher. Aber der kann den eh nicht kaputt machen, sonst würde er es machen. Boah, ich muss mir jetzt sofort gleich wieder einen Kaffee machen. Und der ist schon fast leer. Das geht gar nicht. Was? Oh no! Oh no! Aber gut, der Effekt, der zählt dann auch nicht, ne? Boah, stellt euch vor, ich verbrenne meine Karten und kann mit dem nicht angreifen. Das wäre ja richtig mies. Okay. Let me think. So, schickt alle anderen Diener in den wirbelnden Nether. Könnten wir machen. Aber ich glaube, die kleinen Dinger bleiben dann liegen, oder? Oder sind die dann auch weg? Wäre natürlich cool. Beschwört zwei Dinger. Nee, komm, wir machen alle in den Nether, oder? Es gibt keine Brennen. Okay. Ah, ist okay. Ist ja jetzt kein Beinbruch. Schade, ich hab... Na. Auch egal. Passt. Dem Ansturm der Legion. Gut gespielt. Boah, der braucht so lang für seine Züge, da bin ich schon ein bisschen abwesend fast. Boom. Boom, 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 boom. So. Das war mein Deck Nummer 2, der Sludge Warlock. Dann machen wir jetzt mal eine Runde Control Warrior.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vom... Das ist nicht so richtig meins, muss ich ganz ehrlich gestehen. Garrosh gegen der Lichtkönig. Weil das so ultra lang geht, die Spiele mit dem Deck. Und wenn ich das so sagen darf, halt kontrollmäßig doch sehr klassisch und Grüße. Ah, wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Also jetzt mal im Vergleich, Mildex spiele ich ja auch ultra gerne und die sind in der Regel, sind das ja auch so lange Games. Aber das macht mir einfach irgendwie mehr Spaß. So Control ewig lang Warrior ist jetzt nicht so mein Fall, aber das war ja doch unterm Strich relativ erfolgreich. Das Deck. Lasst Knochen da, bitte. Und ich brauche ja 4. Wieso hat der eigentlich hier schon so ein dickes Ding? Oh, sorry. Ich frage mich, ob... Das war's. Die Zitadelle bleibt standhaft. Was jetzt? Ah, jetzt brauche ich so ewig für den Zug, aber das hier fällt mal alles nicht. Tausche ich mal durch. Aha. Oh, das sieht doch schon besser aus. Ich muss mich entscheiden. Jawohl. Wärmt euch erstmal in Ruhe auf. Ich hab'n Sack für euch. Na ja, gut, das könnten wir machen. Dann sind die beiden wenigstens down. Das könnten wir auch machen. Für gleich. Wenn er das... Ach so, das ist dann weg. Oh, was ein Fail. Was für ein Hardcore-Fail das war. Siehst du, gut, dass ich das Deck mal spiele, bevor ich gleich da in die Suppe springe, ey. Oh, man. Das ist ja eine Katastrophe. Ich muss mich entscheiden. Oh, boy. Oh, boy, das war ja richtig bad. Okay, welche waren das jetzt? Nochmal. Ja, okay. Temporäres. Ich kann sehr überzeugend sein. Oh Gott. Ja, aber guck mal. Es hatte ja auch was Gutes. Dadurch hat er jetzt nochmal sehr viele Sachen aufs Board gelegt. Und ich kann hier, ja gut, hier 1-1er.
Bis ein Diener stirbt, ne? Gar nicht so nice. Naja, irgendwie kommen wir da jetzt durch. Warte mal. Boom. Boom, boom, boom. Nee, das machen wir noch nicht. Es hätte vom Mana gut gepasst. Vielleicht hätte es auch einen von den beiden getroffen. Das wäre natürlich super gewesen. Aber bei meinem Glück. Setze an mit bündischen Karten aus der Vergangenheit. Einmal pro Spiel. Ja, ja, ist ja gut. So. Ich hab einen Sack für euch. Aha. Das ist doch hervorragend. So. Und da werden wir gleich auch noch einen vom Buffen, aber erstmal eins nach dem anderen. Ja, das war doch super. Top Deck, könnte man schon fast sagen. Ja, alles andere, also hier wären auch noch andere Optionen gewesen. Ganz klar. Aber so war das schon deutlich, deutlich schöner. Guck mal hier, der macht 1000 Sachen hier. Eifer Wiederkehr, wow. Gut. Unterhaltet mich mit euren Geschichten von Sieg. Oh yes. Das ist natürlich richtig, richtig stark, die Karte, und worauf alles so ein bisschen aufbaut, ne? Wow! Wo kommt das denn her? Kampfschrei, was? Alter! Er weckt all eure Leichen auf... Ja, ist ja gut. Ist doch gut. Für jeden, der nicht auf dem Schlachtfeld +2/+2. Alles klar. Ja gut, dann ist ja schon fast rum, ne? Ich kann das ja machen. So oft Schaden, bis einer stirbt. Aber dann muss ich den vorher noch hier aus dem Weg räumen. Im Diener und feindlichen Helden 3. Bis einer stirbt. Ach Gott, oh Gott. Das geht auch nicht. Ei. Ja, bin ich leider down, ne? Was soll ich sagen? Wow. Das war richtig stark. Fand ich. So, One-Turn-Kill. Ich habe es natürlich auch ein bisschen versaut mit der
Entdeckenkarte und der Schlägerei, hätte ich das nicht so hardcore gewastet, dann hätte ich ja auch eine Antwort dafür gehabt. Ganz klar. Na gut, na gut, na gut. Garrosh gegen der Lichtkönig. Brondi. Niemand wird meinem Zorn entkommen. Sieg oder Tod. Sieg oder Tod. Wollen eine Benutzer, die mir bezieht, einen Zauber verringert die Kosten. Die jetzt mal raus. Und er halt angreift, zerstört einen verletzten Diener. Zack. Brondi. Ja, ich mach das jetzt nochmal. While. Wie ich sehe, habt ihr gestern. Ich das Gefühl habe, auch mit den anderen Decks bin ich ein bisschen fitter. Wie mit diesem hier. Mein Schmerz ist nichts gegen eure Seuche. Next turn, Hero Power Coin, Kollege. Vier Mana dasselbe. Hero Power, Kollege. Da habe ich wenigstens Card Draw und dann auch dementsprechend Antworten. Habt ihr auch eine Nummer größer? Oh. Ihr habt euch ewige Qual verdient. Oha. Stilvoll und tödlich. Habt ihr auch eine Nummer größer? Das war's. Oha. Oha. Ja, ich will sogar eine, aber ja. Hier nicht nehmen, Untergeber. Ja, guck mal, perfekt. Sehr viel Card Draw tatsächlich. Ich könnte den hier machen. Wobei ich das mit einer Waffe herstellen auch nicht schlecht finde, aber ich muss halt erstmal auch was schmieden und was weiß ich. Das mache ich jetzt mal so. Der Warrior, der ist nicht so. Bin ich nicht so warm.
einfach die Perspektive. Mein Schmerz ist nichts gegen eure Seuche. Oh boy, oh boy, oh boy. Das tut alles so weh. Ja, nächsten Turn spiele ich den auf jeden Fall. Ja. Und dann wird Rüstung geballert, bis der Arzt kommt. Was haben wir denn hier? Obwohl, das könnten wir auch machen, ne? Ja, komm. Brondi. Oha. Tja, Leute, der macht mich ein bisschen platte, ne? Ich sag euch, wie es ist. Der ist natürlich richtig schön. Gerade jetzt in dieser Situation. Zeit, unseren ehemaligen Meister vom Thron zu stoßen. Ich muss mich entscheiden. Na, das ist doch hervorragend. So, jetzt ist so ein bisschen Comeback hoffentlich. Ich meine, er hat ja nur 5 Karten auf der Hand. Er hat mir sehr viele Dinger hier reingeschaufelt, was echt nicht gut ist, ne? Aber ich sag mal so. Sobald der gespielt wurde und ich hier anfange mit meiner Rüstungsparade, dann könnte... Könnte das doch wirklich hervorragend werden. Pass auf, jetzt. Ja, ja. Mit dem. Zusammen. Ich werde nie wieder dienen. Ihr schon. Ja, übernimm mal schön die Kontrolle. Mies. Mies. Was macht der denn nochmal?
Bitte der Kleine. Nicht der 8-8, bitte. Oh nein. Oh. Ja, mega Fail, ey. Also, wir machen jetzt nochmal Dragon Druid. Ich mach mir mal eben Kaffee. Frustrierend. Oh, die Sonne kommt raus. Haselborke gegen Illidan. Meine blinden Augen sehen, was andere nicht sehen. Seid ihr für eine Lehrstunde hier? So. Kaffee läuft, das Wichtigste, Leute. So, den machen wir mal weg. So. So, dann, Dragon Druide, Leute. Dragon Druide. Ich sag euch, der gefällt mir richtig gut. Mit dem Warrior werde ich nicht so richtig warm, aber ja. Was für ein Funk und völlig intakt. Oder? Was ist das denn? Zieht einen dämonischen Zauber nach dem... Ach so. Kampfschrei verursacht 3 Schaden mit den Drachen. Na gut, dann machen wir mal so. Das macht ja Sinn. Berg eine Karte, zieht ihn genug. So. Oha. Oh, ich hol mal eben meinen Kaffee. Sonnenschein. An diesem Sonntag. Sonnenschein an diesem Sonntag. Das ist doch schön. Ja. So, was machen wir jetzt? Zieht 2 Drachen, gebt ihnen 1-1. Finde ich eine gute Sache. Machen wir. Das ist echt, muss ich sagen, so eins meiner liebsten Decks aktuell. Der Excavate Paladin, der macht mir auch richtig Spaß. Der ist auch gut. Und der Sludge Warlock, der macht mir auch Spaß. Auch nach dem Nerf noch. Und der Drachendruide, den finde ich auch nicht schlecht. Boah, guck mal, nochmal, ne?
Nee, komm, wir machen Coin und dann ist die Frage für jede Kopie. Eine Kopie dieses Dinos für jeden Drachen auf eurer Hand. Nee, das machen wir nicht. Aber den vielleicht. Alpha Lebensentzug. Hä? Ich meine, gut, so viel zum was Leben Dingern gibt es auch nicht. Oder wir ziehen Nummer 2. Dann, ja, muss ich auch langsam aufpassen, dass ich nicht overdraw, ne? Ja, wollen wir den einfach spielen? Komm. Finde ich gut, ey. Finde ich gut, weil im nächsten Turn haben wir 7, dann können wir den vielleicht machen, weil wir nämlich 1, 2, 3 Drachen auf der Hand haben. Guck mal, was er da alles ausgeben musste. Junge, Junge, aber das auch alles für krasse Sachen sind, ne? Ich habe ja selber noch keinen Dämonenjäger gespielt und auch keinen Arthas, deswegen Todesritter heißt er, genau. Illidan, Arthas, beziehungsweise Dämonenjäger und... Oha, okay, warte mal. Lass mich überlegen, wir spielen jetzt trotzdem den, ne? Was macht der denn krasses? Oh, alter Junge. Jo. Ich würde sagen, Board voll. Kollege. Tötet alle Diener. Boah. Niemand mehr weglaufen. Wird es aber Zeit. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Egal. Komm, ich YOLO den noch weg. Oh, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Platz auf meiner Hand. War mir jetzt ein bisschen zu kompliziert wieder. Okay. Bleibt wachsam, meine Kinder. Gefahr lauert. Bleibt wachsam, meine Kinder. Gefahr lauert.
So. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal rückwärts durch. Das heißt, ich mache jetzt nochmal Androiden. Lass mal auf die Uhr gucken. Ja, Stündchen fast. Ja gut, manche Sachen habe ich ja auch zweimal gespielt. Ne? Ich habe den Warrior jetzt, glaube ich, zweimal gemacht. Und den Sludge. Haselborke gegen Illidan. Junge. Seid ihr für eine Lehrstunde hier? Okay, weg. 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 Schön. Hallo, Kind. Wieso kriege ich denn jetzt wieder nur Dämonenvögel hier? Deckt die in eine 2 kostet, ruft eine Kopie davon herbei. Das machen wir doch direkt. Boah. Aber der hat dann leider nur 1-1, richtig? Oder? Wie war das noch? Na. Jetzt wird es aber Zeit. Ach so, zwinge ich ihn, den anzugreifen, aber ich glaube, das bringt mir halt nichts. Ne? Lustig ist schon, ne? Dreck nochmal spielen. YOLO! Das Ende da! Oha. No way. Oha, okay. So wichtig ist dir das Board? Das hätte ich nie gedacht. Oder? Versteckt euch nur hinter euren Dienern. Ich finde euch trotzdem. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Nicht einfach, gar nicht einfach, ne? Machen wir mal so und so. Die kriegen mich nie. Ja, so far so good. Next turn kann ich hier zweimal den hier machen. Oder. Halt, wer da? Hm.
Nee, ich mach die beiden. Hab ich mal. Oh, wow, 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 wow. Okay. Aber dann ist das ja noch cooler. Pass auf. Zack. 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 Oder ich mach so eine Mischung, ne? Jetzt muss ich den schon wieder spielen. Obwohl, vielleicht auch nicht. Die Gabe des Aschen erleuchtet uns. Sehr gut. Frischer Teufelsstahl, heiß aus der Esse. Halt, wer da? Mhm. Ah, guck mal, da hat er alles ausgespielt, was er hat. Was er hat. So. Das habt ihr wirklich. Ich gebe mich geschlagen. Fürs Erste. Ja, ich glaube tatsächlich, mit dem Deck werde ich auch die höchsten Chancen haben bei dem Turnier. Ja, machen wir nochmal Sludge. Und dann nochmal Paladin. Und dann gucke ich nochmal auf den Tacho. Und vielleicht, weil schönes Wetter ist. Schönes Wetter. Nehme ich nochmal ein bisschen Fortloch. Ergebt euch den. Bevor das Turnier dann gleich startet. Das wäre doch eine gute Idee. Ich grüße euch. Der Aspekt des Todes steht vor euch.
in Voria. Es ist vollkommen sicher. Bloß nicht verschütten. Guck mal, die coolsten Sachen auf der Hand. Boom. Hier ist es so gruselig. Na egal, ich mach es. A little bit wasted, aber so kann ich schon mal wieder schaufeln und hat ja noch ein Leben. Also im Endeffekt, oh ja. Schade. Gedacht, der tradet da nochmal drauf. Na gut. Dann muss ich einen Schleim jetzt hier, oder? Ja, perfekt. Wo habe ich nur meinen Sprengstoff gelassen? Ich hab den Rhythmus im Blut. Mhm. Ich glaube, das macht gerade am meisten Sinn wegen 5 Damage auf dem. Ich beschwöre was. Ja, so viel Schlick habe ich jetzt hier nicht zum Verbrennen, ne? 3. 3. Das war. Das. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. Das meinte ich halt, ne? So zum Thema Nerf. Du musst halt auch erstmal 5 davon zusammenkriegen oder 6. Und ob das jetzt 5 oder 6 abschmeißt, ist halt egal. Ob es 5 oder 6 Schaden sind, macht natürlich was aus. Klar, aber das hat jetzt in dem Fall auch wieder gepasst, einfach, ne? 5, 5, 5 Schuh. So viele Sachen hier schon wieder passiert. So gruselig. Dieser Schritt war euer letzter. Gut gespielt. Es läuft.
Schade, ich habe irgendwie gedacht, er erhält den Buff noch. Aber wenn das so ist. Egal, komm. Bisschen wasted, ich weiß. Aber egal, er muss jetzt auf jeden Fall Sachen machen. Er hat nur 4 Karten auf der Hand. Was soll da schon passieren? Scharmützel oder was weiß ich was? Hier im nächsten Turn ist hier eh wieder Zappenduster. Boah, 6, 12 mit Gottesschild und allem. Eieiei. Ich frage mich, ob... Komm. Egal. Ich sag euch, wie das ist. Egal. Schickt alle Diener in den Nether. Ich glaube, das wäre sogar... Ach, warte. Ich glaube, das wäre sogar noch schlauer, ey. Es gibt keine Brennen. Ich grüße euch. Wegen dem Life-Leech. Ich wollte eigentlich das andere spielen. Sorry. Aber so ist natürlich noch besser. Oh. Gut gespielt. Problem. Oh, ich liebe diese Karte. Lass den Teufel los! Nicht genug Mana. Nether. Alleine deshalb finde ich das schon so nice. Lass den Teufel.
Yes. Aller Dinge. Sehr cool. Machen wir jetzt nochmal einen Excavate-Paladin. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen warm gespielt für nachher. Beziehungsweise gleich, kann man ja schon sagen. Uta gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Ich werde ehrenhaft kämpfen. So, welch, wobei... Ah, den kann man mal behalten. Das kann ich nicht tun. Doch, kannst du. Ich glaube ganz doll an dich. Und du kannst das. Ich grüße euch. Kaffee? Ich grüße euch. Jedes Problem. Der Kollege. Das Licht schwindet. Doch wir noch eine Dosis löst jedes Problem. Hä? Beim heiligen Licht! Verwende ein Kurs! Viel leichter! Außerordentlich! Sludge Warlock. Meinen eigenen Waffen werde ich jetzt geschlagen. Zwei, drei, ne? Ah, komm, egal. Das ist natürlich mies. Je mehr der machen kann. Ich grüße euch. Das ist klar, ne? So viele Hühner. Problem.
Beim heiligen Licht! Es ist vollkommen sicher. Bloß nicht verschütten. Boah, der hat so viel Schlick unten drin. Der braucht jetzt eigentlich nur noch den Spell machen. Und dann bin ich down. Ja, oder sowas, ne? Ja. Schlick Master B. Vielen Dank. Ja, machst du nix, ey. Sag ich euch, wie es ist. Sorry. Aber der hatte auch noch ein paar Karten drin, die in meinem nicht drinne sind. Ja. Für alle, die es interessiert, ich packe euch die Deckcodes auch in die Videobeschreibung und in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich dran denke. Wenn nicht, dann erinnert mich bitte. Das war der Dragon Druid auf jeden Fall. Das war mein Control Warrior. Das war mein Sludge Warlock. Und mein Excavate Paladin. Jo. Also wie gesagt, abschließende Worte. Ich möchte das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Ich merke auch, dass meine Konzentration so ein bisschen brach liegt. Ich gehe jetzt noch was durch den Sonnenschein spazieren nach 16 Uhr. Und genau. Turnier gleich wird bestimmt lustig, spaßig und ja, gewinnen oder verlieren. Darauf kommt es ja gar nicht an, kommt auf den Spaß an und schauen wir mal. Ich gebe natürlich trotzdem alles. In diesem Sinne, peace out, ich bin draußen und bis zum nächsten Mal.